meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir haben zuletzt mit viel Mühe diesen Turm freigeschaltet. Nun sind wir hier in diesen Ruinen unterwegs und haben noch so eine Quest angenommen. Untersuche die Doibran-Ruinen. Ah, guck mal, da wird ja auch angezeigt, wo wir hin müssen. Wir müssen nämlich... Nee, Quatsch, das ist nur hier vorne die... Ah, okay, die Plattform. Weil wir sollen irgendwie... Die Fähigkeit des Weisen des Windes bei einer Eulenstatue verwenden. Moment, hier haben wir es nochmal. Führe geheime Kunst des Weisen des Windes in Gegenwart der Eule vor, die von vielen Drachen bewacht wird. Hey! Sind die mit Drachen und Eule vielleicht Statuen in den Ruinen gemeint? Hier ganz in der Nähe war eine Eulenstatue. Ganz in der Nähe? Ja, schön, du kannst sie mir gerne zeigen, Kumpel. Hier ganz in der Nähe war eine Eulenstatue. Ja, du bist gut. Wo ist denn die? Wo soll denn die sein? Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Gamma-Kriegerkonstruktoren, ein Horn mit Sägezähnen, das die Angriffskraft einer Waffe erheblich erhöht. Man kann damit nicht nur Büsche, sondern ganze Bäume zerschneiden. Toll. Ganz hier in der Nähe soll eine Eulenstatue sein. Ja. Ich habe jetzt nicht eine gesehen, und wenn die Gegner, hier sind ja recht viele Gegner unterwegs in dieser Ruine, dann habe ich auch eigentlich nicht unbedingt die Lust, jetzt groß zu suchen. Außerdem bin ich ja eher auf die Geoglyphen scharf. Was soll denn ganz in der Nähe, hat er gesagt. Klappt nicht, was ich hier vorhabe. Soll denn das hier eingepasst werden? So garantiert nicht. Ja. Passt doch hinten und vorne nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass hier... Nee. Fehlt doch noch was. Naja, wird wahrscheinlich nur ein Krog oder so sein. Aber wo soll denn hier überhaupt sowas wie eine Eulenstatue sein? Ich sehe ja nicht mal irgendeine Statue in dem Sinne.
Obwohl, das da könnte eine Eulenstatue sein. Bist du eine Eulenstatue? Aha! Okay. Nice! Drei Saphire! Wo Drachenwachen? Okay. So, das Puzzle-Rätsel da hinten, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt wieder unser Pferd. Sofern ich rausfinde, wo es ist. Ja. Und dann reiten wir weiter. So ging er halt auf. Aber das passt ja alles hinten und vorne nicht. Oder ist da noch irgendwie eine Öffnung mittendrin? Ah, doch, da ist eine Öffnung. Ah, okay, dann passt das. Dann passt das natürlich. Das klappt dann. Ah, jetzt haben wir's. Okay. Du hast mich gefunden. Tschüss. So. Jetzt können wir guten Gewissens hier abhauen. Unser Pferdchen wollte ja nicht. Treulose Tomate. Ja, wir reiten ja wieder auf den Wegen. Zumindest ein Stück weit. Wenn wir die Wege wiederfinden, heißt das. Ich dachte eigentlich, ich wäre auf dem Weg gewesen. Aber anscheinend war es nicht so. So, der schmeißt, die schmeißen alle mit Sachen an mir. Schnell durch hier. Ach Gott. Und brennen tut ihr auch alles und überhaupt. Lasst mich in Frieden. Okay, anderer Untergrund. Ach komm, jetzt im Ernst. Ha. 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 Oh.
So. Okay, hier ist was zu bauen. Aber es scheint keine Aufgabe dazu zu geben. Zumindest sehe ich nichts. Habe ich eigentlich in der Richtung den Schrein schon? Ich glaube nicht. Nein. Schrein. Da. Wo ist er? Ach Gott, hier. Aha. Okay. Ich hüpfe auch immer runter. Ich will ja gar nicht runterhüpfen, aber ich tue es trotzdem. Och nee, kein Regen, kein Regen. Steine da, ne? Ja. Das ist noch ein ganz schönes Stück bis zum... Also hier ist ja überhaupt nichts los. Also außer ein paar Gegner ist hier jetzt ziemlich tote Hose, ne? Kein Schrein, kein nichts. Anscheinend auch kein Stall. Oh Gott, hier ist ja richtig... Auweia. Hier ist ja Rambazamba. Hier ist Maschinenparty. Sind doch Maschinen, oder? Ja, alles voll. Oje, oje. Ich müsste genau in die Richtung weiter. Zur Geoglyphe. Was Wertvolles, das nehme ich mit. Oder? Nee, kann ich gar nicht nehmen. Na dann. So, hier irgendwo habe ich sie gesehen. Oi. Lass mein Pferd in Frieden. Reitest du auf einem Bären? Okay. Einerseits will ich dich bewundern, andererseits gehst du mir gerade auf den Keks. Schleichblöckchen. Warum klettern ist jetzt auch nicht. Echt jetzt? Hochklettern ist jetzt leider auch nicht. Feuerflederbeißerauge. Das hitzeabstrahlende Auge eines Feuerflederbeißers. Ist nicht nur für Medizin geeignet, sondern auch zur Erstellung eines Falls mit höherer Trefferwahrscheinlichkeit. Ich bin ja schon nah dran. Aber nicht nah genug. Aber ich muss ja irgendwo die Geoglyphe schon gesehen haben. Das? Schande. Ach du Schande. Muss hier auf dieser Bergspitze gewesen sein oder so.
überlege, ob ich mein Pferd erstmal stehen lasse irgendwo. Oh, da ist auf jeden Fall ein Schrein. Den schnappen wir uns schon mal. Dann gucken wir mal, was wir sonst noch entdecken. Ach, da ist sie. Da ist die Geoglyphe. Okay. So. Mal schauen, ob wir beides noch schaffen heute. Ich bin nicht ganz sicher, aber schauen wir mal. So, was haben wir denn hier für ein Schrein? Okay, rechts oder links? Entscheide dich. Stimme ich später. Sehr schön. Nächste Runde. Oder auch nicht. Nee, ich muss doch so. Na, und damit dir. Und jetzt. Nein. Egal. So, und jetzt muss ich es wahrscheinlich mit dem anderen wieder zurückdrehen. Okay, dann vielleicht so. So, das müsste reichen. Also. Tadam. Schon wieder ein Teleport gesichert, sehr gut. Und mal schauen, ob wir vielleicht sogar noch die
Geoglyphe finden. Okay. Gucken wir zumindest mal. Bisschen Zeit haben wir ja noch. Ich weiß nicht, wie viele Monster sich da rumscharen. Da ist es. Vor allem muss man ja auch irgendwie hochkommen, ne? Gut, dass wir ein bisschen extra Ausdauer jetzt dabei haben. Aber wir müssen wahrscheinlich bis ganz nach oben klettern. Schätze ich jetzt einfach mal. Weil es wäre zu einfach. Wenn es jetzt hier unten irgendwo schon wäre. Oder vielleicht hier in der Mitte. Das ist ein Krog. Nein, falsche Fähigkeit. Oh, du hast mich gefunden. Sag ich doch. Tschüss. Wir müssen ganz nach oben klettern. Garantiert sogar. Hier können wir aber kurz Päuschen machen, oder? Ja, okay. Sehr gut. Was so ein bisschen Ausdauer extra schon ausmacht, ne? Wobei hier ist jetzt natürlich nicht so ein Riesending, aber naja. Aber es gibt einen mehr, Sicherheit. Sagen wir es mal so. Ja, wirklich ganz oben, Tatsache. Sauerei. Zumindest konnten wir ihn versiegeln. Link, er ist so mächtig. Selbst du kannst ihn nicht schlagen.
Wie kommt es hierher? Oh. Link ist am Leben. Ist es wahr? Und um deine Kraft wiederherzustellen, bist du zu mir durch die Zeit gereist. Zelda, du bist gewiss nicht grundlos in unsere Zeit gekommen. Davon bin ich fest überzeugt. Ich weiß, wie ich dir helfen kann. Ja, es ist meine Pflicht, da nur ich es vermag. So können wir ihn besiegen. Oh. Wer einmal zum Drachen geworden ist, dessen Seele kehrt nie wieder zurück. Oha, ich ahne Schlimmes. Es gibt kein Zurück. Link! Bitte finde mich! Mhm. Ich sag nur, wir suchen Drachentränen zum Drachenwerden. Anscheinend, ich tippe jetzt mal, Zelda ist irgendwie zu einem Drachen geworden. Und das sind so jetzt ihre Zeichen, die sie in der Welt hinterlassen hat. Könnte das hinkommen? So, jetzt haben wir hier dieses Schwert, genau, und dann ein bisschen weiter runter gibt es dann noch ein Purapad. Aber es läuft ganz gut hier mit den Geoglyphen eigentlich, ne? Also man kann sie doch schon recht gut finden. So, diesen Tempel hatten wir. Ich will nur noch mal gucken, ob hier rundum vielleicht noch irgendwas Interessantes ist. Aber ich finde, man sieht gar nicht so viel immer. Ne, man ist an so hohen Orten und denkt, man müsste doch tausende, naja, vielleicht nicht tausende, aber doch relativ viele Schreine rundum sehen. Aber da ist nichts. Gar nichts. Tja. Anscheinend. Es gibt ja auch diese großen heiligen Drachen im Spiel. Also in Breath of the Wild gab es sie. Die wird es wahrscheinlich auch in Tears of the Kingdom geben. Jetzt erzähl mir nicht, einer davon ist Zelda. Okay. Ich würde sagen, wir kehren jetzt erstmal zu unserem Pferdchen zurück. Okay, ist auch nichts los. Da ist alles erloschen. Ich denn jetzt da gerade hin? Ja, so in die Richtung. Alles voller Asche, aber sonst? Sonst nichts. Was haben wir denn da hinten? Das sieht doch der Baum. Nee, warte. Ich dachte erst, das wäre ein riesen Baumstamm. Und könnte vielleicht ein Puzzle oder so sein, aber ich... Nee, das ist einfach nur eine komische Form. Ich dachte, da wäre irgendwie so ein Baumstamm, wo ein Ritz drin ist, wo man dann was einsetzen muss. Oder so in der Richtung.
Aber nee, da lag ich wohl falsch. Oh, du warst ein Vogel. Ich dachte, du wärst ein Pilz oder so. Okay, liebe Leute. Aber ich würde sagen, beim nächsten Mal dann wieder Richtung Eldin. Und mal gucken, wie es dann da steht. Vielleicht dann mal wieder... Huch! Das habe ich noch an. Untersuche die Dolbran-Ruinen. Ja, aber da ist doch jetzt erstmal nichts mehr. Oder hat er eine neue Steintafel gefunden? Nee. Die Tränen des Drachen? Zeigt nichts mehr an. 7 Geoglyphen brauche ich noch. Das schwebende Schloss. Die Suche nach Zelda. Nee, untersuche die Region. So. Guck mal, da sind wir auch gar nicht mehr so weit weg. Von der Stelle, wo wir hin müssen. Ja, obwohl ja, doch, ist noch ein gutes Stück. Ich meine, wir müssen wahrscheinlich hier dem Pfad folgen. Der hier wird es wahrscheinlich... weiß ich nicht. Auf jeden Fall werden wir dem Pfad folgen. Schauen, wo der nächste Turm ist. Wobei das Gebiet ist relativ lang gezogen. Wer weiß, wo der ist. Aber das werden wir beim nächsten Mal rausfinden. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei, wenn ihr mögt. Bis dann, meine Lieben. Ciao, ciao.